Kann das Sozialamt mir meine Rentennachzahlung wegnehmen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Folgende Frage erreichte mich kürzlich. Ich habe von der Rentenversicherung eine Rückzahlung bekommen. Da ich aber bis zum Rentenbeginn vom Sozialamt Leistung bezogen habe, habe ich folgende Frage. Bekommt das Sozialamt den gesamten Betrag oder nur einen Teil der Rente von mir? Es kommt darauf an. Wenn die Rentenleistung höher ist als Ihre gezahlte Sozialhilfe, die Sie vom Sozialamt bekommen haben, dann bekommt das Sozialamt nur den Teil, der bis zur gezahlten Sozialhilfe an Sie gezahlt worden ist. Und das, was oben drüber steht, bekommen Sie ausgezahlt. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen eine Rente rückwirkend bewilligt von 1.000 Euro pro Monat und Sie haben einen Sozialhilfesatz von 700 Euro, dann bekommen Sie für 12 Monate, wenn es jetzt zum Beispiel eine Rentennachzahlung für 12 Monate ist, bekommen Sie für 12 Monate monatlich 300 Euro als Rentennachzahlung ausgezahlt und die 700 Euro bekommt das Sozialamt. Wenn aber die Sozialhilfe höher ist als Ihr Rentenzahlbetrag, den Sie monatlich bekommen, dann wird natürlich die volle Rente einbehalten. Das heißt also, Sie werden von dieser Rente dann nichts bekommen. So ist die Rechtslage. Das Grundsicherungsamt hat hier im Wege der sogenannten gesetzlichen Anspruchsüberleitung Ihre Ansprüche gegenüber der deutschen Rentenversicherung geltend gemacht. Daher kann es also gut sein, dass Sie noch einen Teil der festgestellten Rente auf Ihr Konto bekommen oder auch nicht. Sie werden von der Deutschen Rentenversicherung ein Schreiben bekommen, eine Abrechnung, ganz konkret. Und dort wird Ihnen die Deutsche Rentenversicherung auf Mark und Pfennig oder auf Euro und Cent genau ausweisen, was Sie noch an Rentennachzahlung bekommen und wie hoch der Zahlbetrag ist, den die Deutsche Rentenversicherung an das Grundsicherungsamt/Sozialamt zu überweisen hatte. Grundsätzlich kann ich Ihnen nur eins raten, in solchen Fällen immer bitte prüfen Sie Ihren Rentenbescheid. Gucken Sie, ob da alles in Ordnung ist, ob nicht irgendwelche Zeiten noch fehlen. Denn gerade in diesem Bereich, wo es wirklich um jeden Cent geht, da mal genau gucken, fehlen irgendwelche Zeiten, kann das vielleicht Auswirkungen auf die Rentenhöhe haben. Und deshalb mein Tipp, Rentenbescheid prüfen. Und wenn Sie damit nicht klarkommen, Sie haben hier eine profunde Stelle, rentenbescheid24.de. Wir prüfen auch Ihren Rentenbescheid. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.